Moin miteinander und herzlich willkommen zurück, ihr Sterblichen, bei Ghostmaster. Der Frustlevel des Ghostmasters ist über. Ich weiß nicht, über Anschlag, ehrlich. Ich versuche diese Mission jetzt schon zum x-ten Mal. Also erstmal. Ihr könnt es natürlich alles jetzt nicht wissen, weil, ne, klar. Class of Spookem High ist die letzte Mission in diesem Spiel und ich wollte euch das Gutzimmer ja beim letzten Mal zeigen. Doch, das mache ich nicht, denn diese Mission spielt tatsächlich ein letztes Aufbegehren der Ghostbreaker, die mein Domizil, die Ghoulzimmer, meine Heimat, meine Basis, mein Hauptquartier angreifen. Und das kann ich natürlich nicht zulassen und deswegen werde ich sie vertreiben, wenn es mir denn irgendwann gelingen sollte, sie zu vertreiben. Bis jetzt eher nicht. Ich spiele da jetzt schon seit knapp 2 Stunden dran und ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft. Und ich war letztes Mal so frustriert, aber ich werde das jetzt einfach machen. Jetzt ist einfach der Ehrgeiz da. Ich will das Ding durchziehen. Und deswegen hoffen wir mal, dass es diesmal besser läuft als die Male zuvor. Und wir beginnen mit dem neuen Spuk. Achso, die Synchronstimme ist übrigens auf Englisch, weil das nämlich eine besondere Ghostmaster, this is your final battle. The Ghostbreakers have captured your headquarters and rigged up their ether bomb to explode in exactly 30 minutes. You must organize your haunters, infiltrate their defenses, and destroy the bomb. Otherwise, you and your entire team will be obliterated. You then must empty the building once and for all of these meddlesome mortals. Da, ja. So weit bin ich bisher ehrlich gesagt noch nie gekommen, weil ich jedes Mal an dieser blöden Bombe verreckt bin. Weil die Leute einfach nicht das machen, was ich von denen möchte. Und das hat mich schon ordentlich genervt. Aber ich will jetzt nicht zu viel über die vergangenen Sachen meckern, weil, ne, das Spiel ist schon auf Frust ausgebaut. Also man muss schon echt ein hohes Frustrationslevel haben, um dieses Spiel überhaupt durchzuspielen. Das habt ihr ja gemerkt, ne? Wir haben alle Geister, wie ihr seht, alle Geister haben wir befreit. Und das war ja zwischendurch auch manchmal hart an der Grenze, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also leicht macht es einem dieses Spiel nicht. Und mit diesem Team bin ich eigentlich bis jetzt am weitesten gekommen, deswegen wird das auch wieder an den Start gehen. Auch der kleine Hogwash. Ja, ich bin wieder mit dabei. Immer wenn es an die Ghostbreaker geht, ist der kleine Hogwash mit dabei und versucht, den ordentlich in den Hintern zu treten. Beim letzten Mal hat es nicht so gut funktioniert. Hoffen wir einfach mal, dass es jetzt besser klappt. Drückt mir die Daumen. Infiltrate the Ghostbreaker defenses and destroy the Ether Bomb. Then empty the building of all mortal presence. Jo, also die Zeit fängt jetzt schon gleich an zu ticken. Ihr werdet das hier sehen können. Zack, wir sind schon die ersten 15 Sekunden drin. Und eigentlich hat man keinen Zeitstress, will ich es mal nennen, wenn man alles richtig macht. Ich habe jetzt lange genug Zeit zu lernen. So, einmal das Geistergeschenk. Dann binden wir Hogwash hier dran. Ja! Hogwash! Immer ans Geistergeschenk, müsst ihr wissen. Also Stromausfall. The Blue Ward and Alarum are temporarily disabled. Ja, ich klicke das mal, sorry, aus Nervigkeitsgründen kurz mal weg. Na, ich hab's kaputt gemacht. Mist. So, wir binden mal kurz. Das hat sich eigentlich immer als ziemlich hilfreich erwiesen. Ihn dran. Und hier binden wir Storm Talon dran. Weil die Sachen muss ich generell erstmal kaputt machen. So, ihr seht jetzt, so bevor ich jetzt hier die ganze Mission einfach aus Frust so runterspiele. Also, ihr seht, unsere Basis wird von den Ghostbreakers. Du sollst bitte nichts machen. Also, ihr seht, dass hier quasi die Ghostbreaker meine Basis angreifen mit 1, 2, 3, 4, 5, also es sind eigentlich nur 4, aber ich übertreibe gerne, mit 4 verschiedenen Barrieren absichern. Genau, und deswegen einmal hier einen Stack, einen Funkel rein und es reicht schon.
Eigentlich reichen Punkte, wenn er denn machen würde, was ich von ihm will. Nee, es reicht nicht. Muss von Starkstrom her, das ist Mist. Dann einmal kurz Storm Talent, Kräfte. Hau mal einfach irgendwas raus. Das läuft schlechter als beim letzten Mal, muss ich ehrlich gestehen. The Red Alarum has been repaired. Ja, scheiße. Und ich kriege jetzt auch nicht weg, ne? Nein! Oh. Okay, das war Rettung in allerletzter Sekunde. Ich habe nicht genug... Warum habe ich denn nicht genug Plasma? Ich habe sonst immer genug Plasma gehabt. Nur jetzt gerade eben nicht. Super. Befehle, Kräfte nur verwenden, wenn man in der Nähe ist. Das hat mich beim ersten Mal das Spiel gekostet. Beim zweiten Mal hat es mich einfach pure Dummheit gekostet. Ich kriege einfach nicht genug Plasma zusammen. Das ist mir bisher die ganze Zeit noch nicht passiert. So, jetzt habe ich hier genug Plasma, um dann hier einen Starkstrom... The Red Alarum is temporarily disabled. Dann bitte einfach nur Kräfte Plasma und dann bitte hier einmal Kräfte Starkstrom. Jetzt müsste das Ding nämlich auch kaputt sein. The Blue Ward is temporarily disabled. Sehr gut. Also hier unten reinzukommen ist nicht so schwierig, wie ihr merkt. Was halt richtig hart ist, ist einmal hier in die gelbe Absperrung zu kommen. Das dauert ewig. Und was wirklich... The Red Alarum has been repaired. Was wirklich einfach brutal schwer ist... The Blue Ward and Alarum are temporarily disabled. Was halt wirklich brutal schwer ist, ist hier in diese rote Absperrung reinzukommen, um die Bombe kaputt zu machen. Mein Ziel, nur falls ihr, also das ist im Prinzip genau das gleiche Ziel, was ich auch schon in der Mission von der Infiltration der Ghostbreaker-Basis hatte, ist mit dem Geistergeschenk hier oben reinzukommen. Also irgendjemand soll das Geistergeschenk mitnehmen, es hier reintragen und dann kann ich die Sachen deaktivieren. Beim letzten Mal hat es der Chef der Bande, mein großer Freund Lawrence Murray, der mich auch in der letzten Mission extrem genervt hat, mitgenommen. Der ist hier rausgegangen, hat das Geistergeschenk mitgenommen, ist hier hochgegangen, hier rein und ich hatte vergessen, Hogwash dran zu binden. Also, ihr glaubt gar nicht... 25 Minuten zur Detonation. Ja, ja. Ihr glaubt gar nicht, wie mich das genervt hat, dass ich das... diese ultimativ einmalige Chance versaut habe. Nun, ich habe sie dann versaut und jetzt muss ich sehen, wie ich damit klarkomme. Vor allem läuft es jetzt gerade überhaupt nicht gut, weil dieser Typ dafür bekannt ist, zumindest in meinen letzten Spieldurchläufen, nie, wirklich nie nach oben zu gehen. Deswegen kriegt er einfach mal einen Starkstrom und ich hoffe, dann haut er einfach so ab. Na, noch nicht ganz. The Green Ward is temporarily disabled. Guck mal, dem Starkstrom von... Blue Ward and Alarum have power again. Ihr merkt schon, es ist wirklich frustig. So, wir können einmal den hier dran binden, einfach nur für später. Ohne irgendeine Kraft. Obwohl, wir können einfach mal zum Ärgern. Okay. Wo ist das Geistergeschenk? Es liegt hier vorne, ne? Ja. Oh. So, dich brauchen wir erstmal nicht. Der Darkling, der ist übrigens ziemlich geil. Ich wollte ihn einfach nur dabei haben, weil er geil ist, muss man ehrlich sagen. Ja, guck, jetzt geht er doch hier hoch. Der Blöde. Und ich sag noch, ist das Geistergeschenk wieder da? Binden wir dich nochmal. Du machst nochmal das Geistergeschenk, bitte. Und dann binden wir dich hier dran. So, besser vor die Treppe kann ich es dem wirklich nicht legen. Der nächste, der hoch... Oh, bitte nicht beim Runtergehen. Nein, nein, lass es liegen. Agnes, ich schwöre, ich... The Blue Ward and Alarum are temporarily disabled.
Nein, Agnes, du blöde Kuh. Auch ihr merkt, ich bin übrigens meinem Frustlevel langsam echt erreicht. Ich freue mich schon total drauf, mit euch die ganzen Geister, die wir befreit haben, durchzuschauen. Aber bis wir das können... Bitte... Nur wenn Sterbliche in der Nähe sind. Wo bist du jetzt hin unterwegs? Du bist die Treppe hoch. Ja, ja, ja. Oh. Nein, nein, das ist mir scheißegal. Ehrlich. Wo ist sie? Da. The blue ward has been repaired. Das ist völlig egal. Kräfte, Plasma. So, jetzt ist wichtig, wenn sie hier reingeht, ist mir völlig egal, wer gerade rauskommt. Dann muss ich Hogwash hier ranbinden. Bitte geh hier rein, aber sie geht hier nicht rein. Halt die Klappe. Have power again. Okay. Ich glaube, ich komme da nicht rein. Also jetzt Starkstrom. Und jetzt ganz schnell. Die grüne Absperrung wurde durchbrochen. Dies ist die Gelegenheit, in die Büros des Ghostbreaker einzudringen. Und hier ein Starkstrom. The Blue Ward and Alarum are temporarily disabled. So, damit haben wir das Ding schon mal kaputt. The Yellow Ward and Alarum are destroyed. Okay, der Darkling kann jetzt wieder ein bisschen herumquälen. Du machst erstmal nichts weiter. Und jetzt mal gucken, wann das nächste Mal das Geistergeschenk... Nee, das dauert noch ein bisschen. Wo ist es jetzt unterwegs? Da ist es unterwegs. Ich bind einfach nochmal Hogwash dran, in der Hoffnung, dass die Dame hier reingeht. Ich bin ein bisschen skeptisch, was das angeht. Aber, ne, man soll die Hoffnung nicht aufgeben. Vielleicht klappt es ja. Vielleicht geht die jetzt da rein und alle meine Sorgen sind vorbei. Wie sie mich einfach disst. Wie sie einfach eiskalt dran vorbeiläuft. Hallo, Starkstrom. The Blue Ward and Alarum have power again. 20 minutes. Wie kriege ich dich da weg? Jetzt habe ich voll einen gewischt gekriegt, Alter. Na. Wie zum Kuckuck bist du da reingefallen? Wieso konnte ich dich da nicht mehr wegnehmen? Ja. So viel zu meinem tollen Plan. Jetzt sehen wir zumindest, was passiert, wenn man seine Geister verliert. Es ist ein Spaß für die ganze Familie, ihr seht schon. Mich nervt, dass das Ding an ist. Ich mach's einfach mal wieder aus. Nur weil ich's kann. Ich kann's nicht, weil ich zu wenig Plasma habe. Super! Es läuft alles so, wie ich's von den Malen davor auch kenne. Ich will mal kurz nach oben gehen. Da ist doch jemand mit dem Geistergeschenk unterwegs, ja. Wir probieren mal mit Storm Talon unser Glück. Vielleicht geht, wer auch immer das ist, Dr. Marine hier rein. Ah, toll. Die macht überhaupt nichts. Ah, so ein Mist. Ehrlich. Toll, Hogwash ist weg. Das Geschenk ist da unten. Ich habe gerade wahrscheinlich das Geistergeschenk noch nicht verwendet. Gut, dann bitte einmal hier hin. Was ist das? Obsession.
Moment, jetzt keinen Fehler machen. Ich binde die Kräfte, keine Kräfte. Binden hier ran. Und dann dich auf die Bank, wenn der unten ist. Das könnte was werden, Jungs, Mädels. Achso. Nimm bitte das Geschenk mit. Es ist unwiderstehlich. Ja! Oh, wie dieses Spiel einfach mit den Emotionen spielt, ne? Zwischen völliger Frustration und den größten Glücksmomenten überhaupt. Leider haben wir Hogwash verloren. Ich weiß nicht, ob wir den wieder zurückkriegen, wenn wir die Mission gewonnen haben. Das hoffe ich einfach mal, weil das wäre sonst wirklich blöde, wenn der weg wäre. Ich mag ihn doch so gern, meine kleine Lieblingsratte. Okay. So. Und jetzt bloß kein Fehler. Excellent work, Ghost Master. You have destroyed the Aether Bomb. Now, rid us of the remaining mortals. So weit bin ich im ganzen Spiel noch nicht gekommen. Also in diesem Level zumindest. The Red Ward has been repaired. Ghost Master, you must beware of a new threat. The Ghost Breakers have harnessed Captain. The Blue Ward and Alarum are temporarily disabled. Was ist das? Die haben einen riesen Marshmallow-Mann dahingestellt? The Yellow Ward has been repaired. Ein riesen Marshmallow-Mann? Ist das deren Ernst? Die haben hier eine riesen Marshmallow-Mann. Okay, hier ist jetzt endlich mal alles kaputt. Oh. Binden. Oh, meine Güte, war das eine Schwere. Oh. Okay. Puh. Ich glaube, das war der schwerste Punkt. Ich finde das total doof, dass der weg ist, aber ich hoffe mal, der kommt wieder. Das reicht eigentlich. Was? Was? Nein! Nein! Weg da! Ja, scheiße, das war's. Wir haben unseren stärksten Mitstreiter verloren. Super. Dieser sterbliche Dummkopf, der von sich behauptet, meine Majestät. The Blue Ward is temporarily disabled. Ich hoffe mal einfach, dass ich es jetzt irgendwie hinkriege, dieses Level zu schaffen. Der nervt ja volle Kanne. Der ist schon lang nichts mehr. Irgendwie müssen wir die doch vertreiben können. Nee, der hat keine Angst vor gar nichts. Toll. Wie sie mir einfach den Dark King und Hogwash weggenommen haben. Super. Echt klasse.
Naja, wir versuchen trotzdem noch die Mission irgendwie zu gewinnen. Ich hoffe mal, ich habe noch nicht ganz verloren. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. So was Ärgerliches. Also im Haus bin ich relativ sicher, merke ich. Aber im Haus ist auch keine Socke mehr, merke ich auch. Komm, du kannst das auch einen Typhoon machen. Was ist denn eigentlich der Stromgenerator davon? Ach, hier ist das Geistergeschenk, okay. Kannst auch mal was machen, Buck. Du bist zwar ein bisschen unnütz, aber immerhin kannst du trotzdem was machen. Ne? Na, dass wir den Darkling verloren haben. Nein, nein! Nein! Warum ist denn hier jetzt schon wieder die Absperrung? Ich kann den... Wo ist der Hund denn hin? Was macht denn der da drin? Der soll doch da hin. Was läuft denn der hier rein? Och Mann. Ich sag euch, diese Mission schaffe ich schon wieder nicht. Oh, es nervt doch einfach nur. Die ist einfach so knüppelschwer, ehrlich. And Alarum have power again. Bitte nicht, bitte nicht. Achso, wir haben Storm-Talent ja auch noch, aber irgendwie habe ich überhaupt keine Dings mehr übrig. Warum war Buck denn da drin gebunden? Ich dachte, ich hätte ihn im Flur gebunden. Ist er da von selbst reingelaufen? Nee, kann er doch nicht, oder? Ich hoffe mal nicht. Du bist da hinten auch nutzlos wie ein Kropf, ehrlich. The green ward is temporarily disabled. Toll. Das bringt mir ehrlich gesagt gar nichts. Weil mir meine Mordfessel weg ist. Hm.
Super, einer weniger. Hey, tolle Sache. Fast haben wir aufgeschlossen. Fast haben die... Nee, die haben jetzt tatsächlich so viele Leute verloren, wie ich Geister verloren habe. Bis jetzt ist es eine 1:1 Situation. In der regnet sich ein Wolf. Ist auch okay. The Blue Ward and Alarum are temporarily disabled. Also jetzt reparieren die das Auto. Gestank ist auch cool.